Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, zu einem neuen Projekt. Heute mit Papers, Please. Und ich werde dieses wunderbare kleine Spiel mal antesten und mal schauen, wie es uns gefällt. Und ja, ich habe schon mal durchgespielt. Das war weg. So. Wir machen eine neue Story. Herzlichen Glückwunsch. Die Arbeitslotterie des Monats Oktober ist abgeschlossen und Ihr Name wurde gezogen. Melden Sie sich umgehend zum Arbeitseinsatz beim Ministerium für Grenzschutz am Grenzübergang Krestin. Eine Wohnung der Klasse 8 wird Ihnen und Ihrer Familie in Ost-Krestin zur Verfügung gestellt. Es lebe Astotzka. Die Wahrheit von Astotzka am 23. November 1982. Der Grenzübergang Krestin endlich eröffnet. Nach langen Jahren ist unsere Sicherheit auch wirklich garantiert. Familien vor Zusammenführung und Politik und das Wetter. Der 23. November 1982. Arzt Dotzka, Ministerium für Grenzschutz, offizielle Depesche. Inspektor, willkommen bei Ihrer neuen Position am Grenzübergang Krestin. Stempeln Sie Einreisevisa in Pässe und geben Sie die Dokumente den Einreisenden zurück. Nur Bürger von Astotzka sind zur Einreise berechtigt. Alle Ausländer sind abzuweisen. Es lebe Astotzka. Achten Sie auf die im Pass angegebene Nationalität. Das ist die Kabine und nochmal die Nachrichten. So. Nachdem ich das Spiel schon mal durchgespielt habe, kann ich mir dann alles gleich richten. Das Grundbuch war noch nicht, aber ich denke mir erst trotzdem mal so hin. So, und wir haben die erste. Nachdem schon Astotzka auf dem Pass hier unten steht, ist es richtig und sie darf weiter. Es lebe Astotzka. Danke. Und wir gehen gleich zum nächsten. Ein Papier bitte. Dieser Grenzübergang ist kleiner als ich dachte. Ja. Muss ich aber leider abnehmen, du bist Ausländer. Nur Astotzkaner. Der nächste bitte. Papiere bitte. 8 Stunden habe ich in dieser beschissenen Schlange gewartet. Ich hoffe, das war nicht alles für ein... Ja. Republieren? Raus? Sorry. Ich fasse es nicht. Fahr zur Hölle! Also, hier unten sehen wir auch das Audiotranskript, was die jeweiligen Personen gesagt haben. Papiere bitte. Kollegchen. Tschüss. Nur Arzt Dotzkana. Papiere bitte. Das war ein Fehler, diesen Grenzübergang zu öffnen. Okay, weiter geht's. Was ist da? Papiere bitte. Raus Impor. Ist leider auch falsch. Tschüssi. Der nächste bitte. Papiere bitte. Ein Arzt Dotzkana. Jetzt ist er wieder richtig. So, und weiter geht's. Der nächste bitte. Und Papiere bitte. Jawohl. Auch Arzt Dotzka. Bitte aufs Einreisen. Und der nächste bitte. Wir haben einen aus Impor. Da muss ich leider die Einreise ablehnen. Und weiter geht's. Mit dieser jungen Dame namens Kelly. Pagliarok. Nein. Nur aus Toskana. Weiter geht's. Also wenn ich da nochmal draufklicke, kann ich übrigens auch noch ausdrücken. Die Einreise kann nicht garantiert werden. Das ist ein kulichischer Pass. Damit nein. Weiter geht's. Papiere bitte. Und da haben wir einen weiteren Arzt. Das kann er. Jetzt hast du Lust einreisen. Herzlichen Glückwunsch. Oh Gott. Der nächste bitte. Moment, muss ich kurz raustappen. So. Papiere bitte. Nochmal Arzt Dotzka. Und damit war es die Schicht für uns. Und wir haben den Tag beendet.
So, jetzt bekommen wir so eine kleine Zusammenfassung, nämlich Ende von Tag 1. Rechts oben, also hier, sehen wir unsere Klasse, unser Haus. Hier sind so komische gestrichelte Linien. 4 Pässe für alle 4. Und wir müssen mit der Nahrung und Heizung zahlen, nachdem wir auch einiges verdient haben. Die 65 können wir uns das alles noch leisten. Und wir gehen zum 24. November. Grenzübergang Kristin, ein voller Erfolg. In Kürze weniger Auflagen. Einreise von Ausländern. Am 24. November 1982. Inspektor, mit dem heutigen Datum ist eure Ausländer mit gültigem Pass die Einreise gestattet. Ihre Kabine ist jetzt mit Prüfgeräten zur Prüfung ausgestattet. Alle Passdaten sind sorgfältig auf Diskrepanzen zu prüfen. Einreisewillige mit inkonsistenten Daten bitte abzuweisen, bitte wenden. Der Prüfmodus, die Vorschriften und Richtlinien, bla bla bla, kenne ich schon. So, dann kann ich das hier machen. Kann den ersten reinlassen. Und hier, jetzt kommt nämlich das Buch zum Einsatz. Hier geht es darum, dass die Person einen Pass haben muss, sowie alle Dokumente aktuell sein müssen. Hier unten links sehen wir das Datum. Da ist das Ablaufdatum 13.02.1984. Stimmt. Jetzt muss ich nur noch kurz schauen. Die Dame kommt aus den Vereinigten Föderationen. Und da steht auch, dass die ausländische Gemeinde Quaid ist. Und damit ist es richtig. Danke. Weiter geht's. Darauf müssen wir nämlich auch achten. Und die Karte gleich offen lassen. Die Papiere bitte. Wir haben am 20.11.1982. Oh je. Der 20.11. Das passt irgendwie nicht zu der Zeit. Ja. Mal verhören. Ach was. Nein. Oh, Mano. Ich bin in einen blöden Ding gekommen. Sorry. Da komme ich trotzdem nicht ran. Warum ist das geändert? Papiere bitte. Vereinigte Föderation St. Marmero. Schau, ob das stimmt. Aha. Da stimmt was nicht. Die Angaben in ihrem Pass sind falsch. Ich verstehe sie nicht. Ja. Ich verstehe mich auch nicht. Tschüss. Der nächste bitte. Papiere bitte. Beeilung, mein Bus fährt gleich. Ostchristin, Ostutzka. Ja, scheint aber alles zu passen. Gut. Das rein. Endlich. Der nächste bitte. Papiere bitte. Die Karte brauchen wir. Antikrien haben wir Großkruse, das ist korrekt. Männlich ist auch. Abgelaufen ist das Ding auch noch nicht. Weiter geht's, machen Sie mir ja keinen Ärger. So, wir brauchen nochmal die Karte der Region. Papier bitte. Mal hallo, mein Hübscher. Langeweile? Wenn du dich ein wenig amüsieren willst, komm vorbei. Wir schauen mal nach. Paradiesner ist korrekt. Ist weiblich, schaut sie auch aus. Damit können wir einen grünen Stempel hergeben. Oh, die rosa Sünde. Ich werde ein paar Monate lang da sein. Vergiss nicht, uns zu besuchen. Ups, jetzt bin ich rausgetappt. Moment. So. Papier bitte. 1984. Wir gucken mal auf die Karte. Was sagt denn Republien? Und da haben wir jetzt einen Notfall. Toller Schütze, trifft überhaupt nicht. Er wirft eine Granate. Er stirbt, aber auch meine Grenzschutz stirbt. Ende von Tag 2. Ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Der Spielstand wird zu Beginn jedes Tages gespeichert. Nachdem wir jetzt dann nur 6 gemacht haben, bekommen wir auch nur 30. Haben aber noch immer genug Geld. Terroristen verüben Anschlag in Kristin, kollegische Hetzer unter Verdacht. Am 25. November. Der 25. November 1982.
Inspektor, die Einreise aller Nichtbürger ist ab sofort reguliert. Alle Ausländer haben einen Einreisebeleg vorzulegen. Verifizieren Sie die Angaben, bevor Sie ein Einreisevisum in den Pass stempeln und die Dokumente wieder dem Einreisenden aushändigen. Fehlende Dokumente können durch Auswahl des Tresens und des Absatzes in den Vorschriften abgeglichen werden. So, wir brauchen wieder das Buch, das Audiomanuskript und machen weiter mit Tag 25.11. Tag 3 müsste es sein. So, wir haben eine Admiralin Stefanie. Hier haben wir einen Einreisebeleg, der ist gültig am 25.11.1982. Jetzt gucken wir noch ganz kurz, ob Antikrieg in Großkruse drin hat. Jawohl, hat es. Und damit ist der Einreise genehmigt. Wir müssen natürlich alles wieder zurückgeben. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Der nächste bitte. Papiere bitte. Hier, meine Liebe, fehlt der Einreisebeleg. Wo ist denn der? Das Krebanz entdeckt. Ohne Beleg können Sie nicht einreisen. Tut mir leid, hier. Glück gehabt. Am 25.11. ist diese gültig, jawohl. Sie ist weiblich, kommt aus Impor. Wir gucken mal kurz auf die Karte von Impor. Da steht Hayan. Hayan ist korrekt. Und damit darf diese junge Dame auch einreißen. Ups, möchte ihn nicht zurück. Daneben werfe. Weiter geht's. Die Papiere bitte. Hallöchen. Ich kann dich jederzeit glücklich machen. Schon wieder eine Karte. Wir schauen mal kurz, nachdem 25.11. auch wieder stimmt, schauen wir kurz auf die Karte von Import, wo Tsunkaido dabei steht. Tsunkaido ist korrekt und damit können wir auch hier ohne schlechtes Gewissen kommen in die große Sündenfahrt nach Aua. Nach Aua. Aber, nicht Aua. Ja, keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Die Vereinigten Nationen am 25.11. ist korrekt. Wir gucken kurz auf die Karte der Region für die Vereinigte Föderation. Les Renardi ist nicht korrekt. Gucken wir, was er dazu sagt. Die ausstehende Stadt ist falsch. Keine Ahnung, wovon sie reden. Yep, ich habe auch keine Ahnung, von was ich rede. Bitte. Ist der Pass. Der Einreisebeleg. Ciao, ciao. Ich fahre so fett darüber, über den Pass, damit man den ja nicht verwenden kann. Ich habe von einem Bombenanschlag gehört. Sie können froh sein, dass Sie noch Arbeit haben. Am 25.11. ist dieser gültig. Jawohl, Antigrin. Wir gucken kurz mal die Karte der Region nach. Antigrin. Chlorian. Ja, das Spiel stellt sich halt lange sehr schnell als einfach raus. Braucht einfach nur die Pässe kontrollieren. Und das war's. So, nächster bitte. Papiere bitte. Wir haben einen aus Impor am 21.12. Da stimmt was nicht mit dem Datum, mein lieber Herr. Dieser Beleg ist für einen anderen Tag. Mir fehlen die Worte. Oh nein, mir fehlt der grüne Stempel. Tut mir leid. Weiter geht's. Der nächste bitte. Hallo? Papiere bitte. Kollegin Emdor am 25.11. ist der gültig. Wir gucken mal kurz, ob das überhaupt männlich ist. Ups. So. Jawohl. Übereinstimmung, gut. Hab nichts gesagt. Wir gucken auch ganz kurz noch, ob Kollegin den Vedo hat. Wo ist es denn? Vedo ist korrekt. Damit können wir nicht dagegen ausrichten. Ups. Ich würde vielleicht auch noch das hier weggeben. Machen wir es ja keinen Ärger. Der nächste bitte. Links unten sehen wir übrigens auch die Uhr, die sobald sie 6 Uhr zeigt. Oh, Yoshi! Papier wird das Schönes, los geht's. Es lieber als Toska, tollstes Land, wo gibt. Und deutsches ist Deutsch, wo es gibt. Mein lieber Yoshi, du brauchst leider hier einen Pass. So wie er. Das hier. Schön, los geht's. Wo ist Ihr Pass? Pass? Also das geht so toll, da braucht man keinen Pass mehr. Stimmt, so, da habe ich recht. Sie brauchen einen Pass. Schon gut, hab verstanden. Ich schau nochmal vorbei. Jetzt wiederhole ich nochmal. jetzt ist er weg. Gut. Ich dachte schon, ich habe das Spiel jetzt aufhängen lassen. Weiter geht's, Papiere bitte.
Wir haben Obristan, der schaut aber nicht sehr männlich aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem Alina ist auch nicht wirklich männlich. Mal gucken. Jawohl. Darf ich jetzt das hier ablehnen? Ich mach mal. Ja, durfte ich. Passt. Weiter geht's mit diesen jungen Herren. Mit Javier. Der billig ist gültig heute. Wir gucken noch kurz nach der Karte. Republien. Gloria Major. Müssen wir auch immer auf die Rechtschreibung achten, denn da schreiben sie dann auch teilweise was falsch ganz gerne. Und einer geht heute noch durch. Wer ist denn der Letzte, bitte? Oh. Ja, gut. Da haben wir schon mal gesehen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Impor am 4.8.1983, das ist korrekt. Haihan ist richtig, weiblich ist sie auch. Sehr schön. Weiter geht's, wir können noch einen rausholen. Also, nein, also bitte dürfen wir nicht vergessen. Und machen Sie mir keinen Ärger. Der nächste, bitte. Schon wieder. Foto passte nicht. Huch. Muss wieder mehr aufpassen. Arzt Doska Lesrinadi. Arzt Doska Lesrinadi passt nicht. Das habe ich diesmal gesehen. Diese ausstellende Stadt ist falsch. Keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich habe leider auch keine Ahnung von wo, was du redest. Und das war's für heute. Kommen Sie morgen um 6 Uhr wieder. Ende von Tag 3. Nichts wirklich Aufregendes. Wir schlafen einmal. Und sehen uns die nächste Folge in der nächsten Folge am 26.09.1982, wo der Schwarzmarkt erlebt ungekannte Blüte. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Ciao.